Von Meisterschaftskampf kann eigentlich aktuell leider nicht mehr die Rede sein. Wir spielen jetzt gegen Gladbach. Wir haben nach 13, nein Quatsch, nach 12 Spielen 13 Punkte. Wir haben jetzt schon 16 Punkte Rückstand auf die Bayern, auf den Tabellenführer. Und das Saisonziel Meisterschaft, das, ja, müssen wir doch ein ganz großes Fragezeichen hintersetzen. Aber ich sage mal, wir sind dafür im Pokal weiter, in der Champions League weiter. Wenn es am Ende ein anderer Titel wird, dann soll es mir auch recht sein, auch wenn wir als Saisonziel Meisterschaft ausgegeben haben. Es wäre jetzt natürlich größenwahnsinnig, auf den Champions League-Sieg zu spekulieren, aber träumen kann man ja und wir sind ja auch ganz gut dabei bisher. Haben auch sicher eine Gruppe, wo wir sicher durchaus eine Chance haben, weiterzukommen. Wenn es am Ende halt auch in Anführungsstrichen nur der DFB-Pokal ist, so will ich auch nicht unzufrieden sein. Aber selbst das wäre noch ein langer Weg und das wäre noch ganz verdammt schwer, vor allem weil wir gegen Bayern spielen. Aber Fokus soll jetzt doch erstmal auf die Bundesliga gelegt werden. Da brauchen wir jetzt ganz dringend 3 Punkte. Wir besuchen den Herrn Fener. Der findet es toll, dass man sich sorgt. Und Finstum ist noch verletzt. Ich rotiere jetzt natürlich ein bisschen. Hartmann rückt in die Startformation. Preen kommt rein. Quist und Gentner dürfen zusammen verteidigen. Kedira kommt auf die Bank. Günter Franke geht ins Spiel rein. Und Diamantakos spielt mal im rechten Mittelfeld. So, und die Abseitsfalle stelle ich jetzt aus. Die sollte erstmal trainiert werden, bevor wir die nochmal bringen. So, ich hoffe mal, dass das jetzt eine Stellschraube ist, wenn wir daran drehen, dass das jetzt was bringt. So, ich sag jetzt auch, das ist ein Neuanfang. Ab heute weht ein ganz anderer Wind. Ein ganz anderer Wind. Ich erwarte von der ersten Minute an Vollgas! Die Spieler fragen sich, was diese Ansprache sollte. Der 14. gegen den 10. Ungefähr gleich stark sind wir, 46.000 Zuschauer. Dieter Bohlen tippt 1:0. Und in der ersten Minute liegen wir schon hinten. Zigertsch hier, wie er heißt, trifft. Oder wie auch immer man das ausspricht. Preen drängt in den Strafraum, kontrolliert den Ball, wird von Förster bedrängt, setzt sich durch, geht vorbei, verdeckter Pass auf Franke, der hat alle Zeit der Welt, schaut, schießt überhastet, genau auf den Torwart. Und der packt sich dazu und passt direkt in die Sturmspitze, wo Rupp an den Ball kommt, startet Richtung Tor. Aber es ist kein Feldspieler in der Nähe. Gewaltschuss, Lammert reißt die Fäuste nach oben und boxt den Ball weit ins Feld zurück. Das war schon mal wieder ein Albtraumstart für uns hier. Wir müssen jetzt irgendwie zurückkommen. In der 30. Minute Eckball von der linken Seite. Savic zieht den Ball in die Mitte. Aber Twirdi steht da und klärt. Freistoß in der 41. Minute. Savic, 20 Meter Torentfernung, flankt den Ball auf den langen Pfosten. Schöne Flanke, aber alle schlafen in der Mitte. Es gibt Abstoß. Und wir gehen mit einem 0:1 Rückstand in die Halbzeitpause. Ihr müsst einfach noch mehr rennen. Noch mehr. Jo. Gelbe Karte für Dennis Broll. Und Einwurf durch Edgar Pripp. Weit in den Strafraum. Lammert stürmt raus, boxt den Ball aus dem Strafraum. Und hier geht es nicht voran. Diamantakos rückt in die Sturmspitze für Hartmann. Obwohl, nee, ich spiele jetzt mit 2 Spitzen. Hartmann überzeugt zwar bislang überhaupt nicht in diesem Spiel. Aber ich will jetzt Offensive zeigen. Deswegen kommt Even für Quist. Gibt es ins rechte Mittelfeld. Spielen nur noch mit einem Sechser. Stell auf Offensiv um. In der 76. Minute Hartmann. Der gefällt überhaupt nicht. Aber ich habe jetzt keine Option. Ich habe keinen anderen Stürmer. Muss jetzt quasi durchspielen. Hollen kommt für Franke. Und Kedira für Gentner. Obwohl der eigentlich ganz gut gespielt hat. Jetzt macht doch wenigstens den Ausgleich, Leute. Stehen wir gleich am Abstiegsplatz. Schaka jetzt Eckball. Schlägt den Ball gefühlvoll nach innen. Preen klärt sicher per Kopf. Haben wir hier wenigstens noch eine Torchance? Nein, wir verlieren das 3. Bundesligaspiel in Folge mit 0:1. Edgar Pripp, der Mann des Spiels, wer hier auf Pechsträhne und Entlassung getippt hat. Das hat ja einer von euch, ich weiß jetzt gerade auswendig nicht, wer was getippt hat. Die Beteiligung am Gewinnspiel war ja leider doch sehr mau. Also hat schon mir ein bisschen mehr erhofft. Aber natürlich danke für die paar, die mitgemacht haben. Ja, Pechsträhne und Entlassung, da sieht es doch jetzt gerade doch irgendwie nach aus. Wobei, der Vorstand steht ja immer noch hinter mir, glaube ich. Ich ja zum Glück auch in den anderen Wettbewerben zumindest Erfolge aufweisen kann. Aber wenn es so weitergeht, dann
werden die sicher auch langsam ungeduldig. 13 Spiele, 13 Punkte, ich stehe nur noch auf Platz 15. Bayern München schlägt Wolfsburg mit 2:1 in diesem 6-Punkte-Highlight-Spiel. Hannover 96 schlägt den Hamburger SV mit 2:1. Dortmund verliert 3:1 gegen Leverkusen. Cottbus spielt 1:1 gegen Schalke. Bielefeld holt den ersten Punkt am 13. Spieltag. 1:1 gegen Greuther Fürth. Ja, im Kellerduell gegen den 17. holen sie tatsächlich mal einen Punkt, wenn das jetzt nicht für Begeisterungs-, Hoffnungsschimmer sorgt bei den Bielefeldern. Stuttgart verliert 0:1 gegen Gladbach. Hertha schlägt Freiburg mit 2:0. St. Pauli schlägt Werder Bremen mit 1:0. Und FSV Frankfurt im Frankfurter Stadtderby schlägt die Eintracht mit 3:0. Oha, FSV Frankfurt steht auf Platz 6, Eintracht Frankfurt nur auf 16. Noch stehen wir nicht auf dem Abstiegsplatz, aber bald wird es uns auch so gehen. Muss man befürchten. Ja, Cottbus verlässt die Abstiegsränge. Bremen mittlerweile nur noch Vierte. St. Pauli Dritter ist auch ein Ausrufezeichen, kann man dahinter setzen. In der Elf des Tages keiner meiner Spieler, logischerweise. Gucken, wie viel Vorstandsvertrauen ich noch habe. Können wir uns jetzt mal wieder in der Champions League ablenken, indem wir gegen Neapel spielen. Noch 84%, das ist eben noch relativ viel. Die Fans mögen mich auch noch. Hier. Karten zur Verfügung stellen gegen Greuther für 1000 Stück. Wolf fällt hier zwei Spiele aus wegen Rotsperre in der Champions League. Fitzdum ist noch verletzt. Dann spielt Emre Can den Linksverteidiger. Ansonsten Diamantakos geht in den Sturm. Even von Beginn an. Khedira kommt für Gentner rein. Und er für Quist rein. Ja, sonst ändere ich erstmal nichts. Wir sind hier doch sicher der Favorit. Nein, ich weiß es nicht. Also was wir letzte Woche falsch gemacht haben, das wissen wir alle. Aber diesmal, Jungs, diesmal will ich um Himmels Willen, dass wir nicht verlieren. Spieler fragen, was diese Ansprache sollte. Ausverkauftes Haus. Die Fans werden zumindest von der Champions League hier noch angelockt. Günther Jauch tippt 2:0, war das, glaube ich. So. Ich hoffe, dass es international zumindest gut weitergeht. Savic mit dem Eckball auf Emre Can, der verlängert per Kopf. Gentner verlängert nochmal auf Franke. Der Muttersehen allein zum Schuss kommt. Und 1:0. Sein erstes Champions League-Tor nach Vorarbeit von Gentner. Das fängt doch wunderbar an. Wir brauchen hier 3 Punkte. Wir wollen hier 3 Punkte holen. Garen Preen, der 26 Minuten nach Vorarbeit von Franke mit dem 2:0. Gelbe Karte für Berami wegen Foulspiel. Günther Frank an beiden Treffern beteiligt. Steven Miley sieht hier auch die gelbe Karte. Wir gehen mit dem 2:0 in die Pause. Er hat 2 Chancen, 2 Tore. Das kann sich doch sehen lassen. Überzeugend. Ganz überzeugende Leistung. Super. Ja, durchaus. Aber das müssen wir erstmal über die Zeit bringen oder noch nachlegen. Günther Franke, der überragende Mann bisher. Auf Even. Der spielt den Ball Richtung Mittelkreis. Gentner kann den Ball ungestört führen, spielt da nach vorne, aber da ist zurzeit kein Durchkommen durch die Mitte. Garen Preen sieht die gelbe Karte hier. Gelbe Karte sieht auch Britos. Vujadin Savic mit dem 3:0. Das könnte es doch schon mal fast gewesen sein. Hartmann kommt für Diamantakos. Gelbe Karte für Kerner, die sammeln hier verdammt viele. Gelbe Karten in der 77. Minute kommt Poletanovic für Holzhauser. Traoré für Preen. Dreimal gewechselt. Even sieht nochmal gelb. Das Spiel ist zu Ende, das war doch die richtige Antwort. 9:1 Chancenverhältnis, 13:0 Ergebnis. 600.000 Fernseheinnahmen, 51% Quote bei Sky. Spiel bekommt die Note 4. Naja, Rani Khedira, der Mann des Spiels. Das Spiel war sicherlich für den Zuschauer nicht so spannend, weil es halt völlig einseitig war, aber das war für uns jetzt mal schön für Selbstvertrauen. Wir gewinnen 3:0, sind Tabellenführer. Barcelona spielt unentschieden gegen Bremen und Schalke verliert gegen Turin. Bayern schlägt Liverpool und Fürth verliert gegen Manchester United. Der Jugendspieler Juri Fey hat sich stark verbessert, hat einen Stärke 6. Gucken, ob der schon Vorvertrag hat. Die haben alle Vorverträge. So, gegen Greuther führt. Ich ändere mal das Winning-Team nicht, auch wenn es für die Kondition nicht so gut ist. Diesmal. Ich sag eigentlich, dass. Obwohl doch. Vergesst, was ihr. Jawohl, Nico Wolf. Den Kapitän will ich jetzt nicht unbedingt rauslassen. Einmal mache ich das jetzt mal ausnahmsweise. Dass Wolf nur auf die Bank geht.
Normalerweise will ich rotieren, weil das wahrscheinlich konditionell sonst schnell zu Problemen führt. Aber jetzt in dieser Woche lasse ich es einfach mal so. Brauchen die 3 Punkte gegen den zweitletzten aus Fürth, wo sogar Bielefeld gegen gepunktet hat. Sollte das auch machbar sein. Ich erwarte eine konzentrierte Vorstellung, ja, eine ganz konzentrierte, dann klappt das. Einer der Spieler flüstert immer die gleiche Leier. Oh, Fürth hat 1 der letzten 6 Spiele gewonnen, wir allerdings auch nur. Ausverkauftes Haus in der Trolley-Arena. Thomas Gottschalk tippt 1:4 für Stuttgart. Und das brauchen wir jetzt auch. Und zumindest die 3 Punkte. Brosinski passt in den Strafraum. Damm kommt, entkommt Felipe Lopez, erreicht den Ball mit der Fußspitze. Lammert steht genau richtig, wird angeschossen. Franke kann klären. Holzhauser dringt in den Strafraum ein, bringt den Ball unter Kontrolle. An der Strafraumecke wird von Petzos bedrängt und verliert den Zweikampf. 20 Minuten rum, 0:0 noch. Gelb für Felipe Lopez in der 30. Minute nach einem Schubser. Passiert gerade nicht viel und da hat sich doch Franke verletzt. Oh, auf dass das nicht schlimm ist. Horst Hollen kommt für ihn rein hier in der 35. Minute. Franke, der überragende Mann im letzten Spiel. Und Grand Prix nach Vorarbeit von Felipe Lopez mit dem 1:0 in der 39. Minute. Da gehen wir mit einer Führung in die Halbzeit. Natürlich mit dem Fadenbeigeschmack hier eventuell. Jawohl, das muss nichts heißen. Günter Franke, vielleicht ist es nichts Schlimmes. Sind ja schon mal öfter Spieler rausgegangen, dann war es nichts Großartiges. Später. Kräuter führt jetzt offensiv eingestellt. Eckball von der linken Seite. Savic schlägt sich den Ball zurecht. Kratzt sich am Kopf, schlägt den Ball gefühlvoll nach innen. Müller kommt raus, packt sicher zu. Stunde rum. Gelb für Florian Trings wegen einem harmlosen Foulspiel. Und Moritz Hartmann, also 65. Minute mit dem Ausgleichstreffer. Dann spiele ich wieder mit 2 Spitzen. Hartmann kommt für Khedira. Auf Offensiv. Felix Klaus mit dem Führungstreffer für Greuther führt. Oh, Petzos sieht gelb. Oh Leute, was ist denn jetzt los? Poletanovic kommt für Holzhauser. Ich kann nicht mehr wechseln. Und wir verlieren gegen Greuther führt. Ach du Schande. Günther Frank hat sich eine Rippe gebrochen oder mehrere vielleicht. Und wir verlieren hier tatsächlich gegen Fürth, haben zur Halbzeit geführt und verlieren. Felix Klaus, der Mann des Spiels. Spiel bekommt die Note 4. Naja, und wir stehen auf Platz 17. Ganz düster sieht es hier aus. Sind wir hier im Kampf um den Klassenerhalt. Mittwochs Glanz und Ruhm in der Champions League und am Samstag verlieren wir gegen den 17. und stehen jetzt selbst auf Platz 17. Bielefeld, nur Bielefeld, die hier völlig fern, unter ferner Liefen laufen, die sind die einzigen, die schlechter sind als wir. Bremen schlägt Bielefeld mit 4:2, Leverkusen schlägt Cottbus mit 3:1, Hamburger SV verliert gegen Freiburg 0:1, Dortmund schlägt Bayern mit 2:1, Gladbach spielt unentschieden 3:3 gegen St. Pauli, Schalke schlägt Hannover mit 1:0, Wolfsburg spielt 1:1 gegen FSV Frankfurt, Eintracht Frankfurt und Hertha BSC liefern sich ein torreiches Remis 4:4 und Greuther Fürth schlägt Stuttgart 2:1. Greuther Fürth macht einen Satz von 17 auf 14, wir stehen jetzt auf 17, Cottbus fällt auf den Abstiegsrang, Frankfurt, die Eintracht verlässt die Abstiegsränge, Bayern München 7 Punkte vor Werder Bremen, Freiburg mittlerweile Dritter, viel Bewegung in der Tabelle. In der 11. des Tages, keiner von uns. Oh Mann. Transfers habe ich jetzt, glaube ich, zuletzt öfters mal irgendwie übersprungen, wenn das sein kann. Gewohnheitssache. Konstantin Jagba wechselt von Jahn Regensburg zum FSV Frankfurt. Ja, das war's schon. Oh Mann. Ist dem Vorstand hier, sind die Champions League-Spieler dem auch wichtig oder nur die Bundesliga? Immer noch 83% Vorstandsvertrauen. Auch bei den Fans noch beliebt. Die haben noch Vertrauen scheinbar. Günther Franke ist mit 10 Tagen wieder fit. Puh, Länderspiele sind hier. Nico Wolf hat für Deutschland gespielt, wie ich sehe. So, ich bin jetzt zu Hause gegen Schalke. Wir haben jetzt 3 Spiele, glaube ich, hintereinander verloren. Das Winning-Team nicht ändern hat nichts gebracht. Nico Wolf kommt rein. Bruno Suarez kommt rein. Franke ist noch angeschlagen, geht deshalb auch nur auf die Tribüne. Younes kann bald wieder richtig zum Einsatz kommen. So, wir spielen jetzt gegen Schalke. Bei denen ist ja mittelmäßig läuft. Sie stehen auf Platz 7. Oh Mann. Die Niederlage.
Niederlage im letzten Spiel, ja? Die war sehr unglücklich, aber ich hoffe, ihr habt daraus gelernt. Mannschaft scheint das wenig zu interessieren. Über 50.000 Zuschauer. Boris Becker tippt 4:4. Khedira kommt frei zum Schuss in der ersten Minute. Ein Meter vorbei. Hier hilft uns jetzt auch kein Unentschieden. Wir brauchen 3 Punkte. Natürlich wäre es schön, die Niederlagenserie zu brechen und Unentschieden zumindest zu holen, aber wir wollen ja natürlich gewinnen. Nico Wolf mit dem 1:0 in der 16. Minute nach Vorarbeit von Savic. Jetzt haltet das doch mal. Gibt es nicht so schnell wieder auf. Unsere Defensive, einer unserer Stärken, funktioniert im Moment überhaupt nicht. Wir schlucken Gegentore ohne Ende in der Bundesliga. Lammert hat hier den Ball. Khedira jetzt auf Holzhauser, der passt zurück. Gentner lässt Meier aussteigen. Nimmt den Ball mit, läuft noch ein paar Schritte, schlägt den Ball nach vorne. Kein Abseits. Holzhauser holt aus, lässt sich den Ball von Höger wegspitzeln. Wir nähern uns der Halbzeitpause. Gelbe Karte für Julian Draxler. Diamantakos schießt sofort, tritt in den Boden, der Ball kullert in den Strafraum. Wolf entkommt klein, erreicht den Ball mit der Fußspitze, knapp vorbei. 1:0 zur Pause. Unteres Spiel, 3:2 Torschancenverhältnis für uns. Ja, ihr habt sie doch im Sack, da kann doch nichts mehr schief gehen. Jetzt nicht nachlassen. Kann noch einiges schief gehen. Naja, gegen Fürth allein schon gesehen. Ja, kaum spreche ich es an, macht Höger hier den Ausgleich in der 49. Minute. Das ist auch ein Konditionsproblem oder so. In der 67. Minute kommt Can für Gentner. Und Poletanovic für Holzhauser. Even stoppt den Ball, spielt erstmal zurück. Can passt den Ball nach vorne. Even leitet den Ball nach links weiter. Poletanovic nimmt den Ball mit, schießt sofort. Bobe kann seinen Schuss abblocken. Bring ich mal wieder 2 Spitzen. Diamantakos spielt nämlich gut. Hartmann kommt für Khedira. Welche Note der jetzt hat, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Aber ganz offensiv stelle ich mal nicht. 2 Spitzen, probieren wir es hier nochmal. Niedermeier in der 90. Minute, jetzt nicht nur das 2:1 kassieren. Holt jetzt hier zumindest einen Punkt. Maro hat es überhaupt nicht eilig, läuft in die Mitte. Nimmt den Ball mit, läuft noch ein paar Schritte. Schlägt den Ball nach vorne. Kein Abseits, auch der Linienrichter hebt die Fahne. Und das Spiel endet 1:1. Naja, immerhin die Niederlagenserie gestoppt. Marco Höger, der Mann des Spiels, Spiel bekommt die Note 4. Wir stehen nach wie vor auf Platz 17 und müssen ja aufpassen, nicht auf dem Abstiegsplatz zu überwintern. Bayern München und Werder Bremen, das Spitzenspiel, endet 0:0. Freiburg verliert 0:2 gegen Eintracht Frankfurt. Hertha BSC schlägt den Hamburger SV mit 1:0. Cottbus schlägt Dortmund mit 2:1. Ja, die anderen hier unten, die punkten hier ganz schön. Da müssen wir jetzt ganz schön aufpassen. Bielefeld verliert gegen Gladbach 1:2. Hat immer noch nur einen einzigen Zähler auf dem Konto. Stuttgart, Schalke 1:1. Hannover schlägt Fürth mit 3:1. St. Pauli besiegt Wolfsburg, komme ich auf Cottbus, mit 5:2. Und der FSV Frankfurt weiterhin überraschend schlägt Bayer Leverkusen mit 1:0. Frankfurt und FSV steht auf Platz 6. Für Neuling doch sehr, sehr respektabel. Bayern, St. Pauli jetzt auf Platz 2, ist auch sehr überraschend. Bayern 6 Punkte vor Pauli auf 1 noch. Kräuter Fürth fällt wieder auf den Abstiegsrang. Die Cottbusser haben den Abstiegszone erstmal verlassen. Elf des Tages, sogar 3 meiner Spieler, Diamantakos, Wolf und Soares. Das war ja zumindest mal ein Punkt gewinnen. Transfers. Philipp Malbasic geht von Wolfsburg nach Beşiktaş Istanbul. Stefan Hickel von Bochum nach Köln. Dominik Maro von Schalke 04 zu Ludo Goretz Razgrad. Zlatko Dedic von Bochum nach Mladá Boleslav. Tobias Werner von Greuther Fürth nach Holstein Kiel. Christian Ramirez von Wolfsburg nach Borussia Dortmund und Manuel Bier von Wacker Burghausen zu Jahn Regensburg. Im nächsten Part spielen wir Champions League gegen AC Mailand. Außerdem Bundesliga gegen Bayer Leverkusen und Pokal gegen Bayern München. Also nur ein Bundesligaspiel im nächsten Part. Dafür das Pokalspiel, was ja auch sehr, 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 sehr spannend wird. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.